Und damit hallo Leute zu einer neuen Aufnahmesession von Far Cry 5. Ja. Natürlich gucke ich jetzt mal erst wieder nach. Habe ich es eingestellt? Habe ich. So, jetzt können wir richtig loslegen hier. Ich hoffe, ihr hattet schöne Tage. Warte mal, heute haben wir Mittwoch. Morgen habe ich noch ein paar, dann ist frei. Wenn ihr das seht, habt ihr das eigentlich geschafft, habt ihr Wochenende. Ne? Hoffe, ist alles tutti bei euch. So, ich hoffe, dass wir an der Brücke auch starten. Weil das wäre recht cool. Ja. Und jetzt gehen wir endlich zur dritten und letzten Insel. Leute, das wird so geil. Ja. Bin so froh, wenn ich das durchhabe. Nicht, weil ich schnell durchhaben will, sondern weil ich mich freue auf die Story. By the way, hat keiner auf mein Infovideo geantwortet. Dann mache ich das halt so, wie ich das für richtig halte. Selber schuld. Aber erst, wenn das Projekt vorbei ist, muss aber drunter stehen. Ja. Ich könnte es hier verlinken, tue ich aber nicht, weil ich eine faule Sau bin. So. Natürlich sind wir da nicht, aber wir sind direkt in der Nähe. Dann eiern wir mal hier hin. Gibt es hier irgendwas zum Kauf? Oh, nicht du schon wieder. Weg hier. Die komische Tussi, ey. So. Ullala. Habe ich irgendjemanden? Ne, ich habe gar keinen, der mit mir mitkommt. Wollen wir mal gucken, wen wir mitnehmen, wa? In... das neue Gebiet. Komm, weil ich das letzte Mal so böse zu dir war, kommst du mit. Okay, bin unterwegs. Ja, sehr schön. Ah, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. War ja Mai, Tanzen im Mai. Wie habt ihr den verbracht? Ich vom PC. Weil ich wieder mit der Kieferhöhle zu tun habe. Ich nehme jetzt gerade am 2. Mai auf und heute ist es ein Jahr her, dass ich an der Krevi angefangen hatte. Und da hatte ich das auch mit dem Kiefer. Ne, du verkaufst nichts. Ich möchte was... oder verkaufen? Kann man bei dir kaufen, verkaufen? Jetzt geht das schon wieder los. Oh Gott, ich hab ihn erschossen! Boah, es geht wieder los! Hier kommt der Flashback. Schon wieder Montag, am Freitag. Ah. Ich hatte die letzten zwei Tage... übelst viel zu tun. Stehen bleiben. Sprungfahndung. Jo, da ist noch das Dingen. Steigt die hinten drauf? Wo ist die überhaupt? Jess, möchtest du mich von hinten bitte bespringen? Das macht sie auch. Aber sowas von Baby. Wir sind auf Hochzeitsreise. Erstmal hier reinkommen. Die sind böse. Nee. Mahlzeit. Ja, Platz. Du hast es. So. Dadurch, dass ich absolut keine Ahnung habe, wohin. Hier einer Hurensohn sagt mir nicht das. So, Kacklattich. Okay, da müssen wir hin. Unterwegs. Mal schauen. Ich habe gerade ausgearbeitet und ich weiß nicht, ob ihr das jetzt so hört. Dann rede ich halt ein bisschen lauter. Jetzt geht das wieder mit der Kackmusik los. Wird mein Video bestimmt wieder gesperrt in Kanada. Alter. Hallo, ich möchte mich ducken. So kann ich mich nicht ducken. Ach so, weil es die falsche Taste ist. Schön. Ja, du sollst das auch leise machen. Sperrt mich ein.
Aber wenn ihr meiner hübschen Knabentrophäe auf nur ein Haar krümmt, wir nehmen den. Das hier wird nie wieder dieser Adelaide gehören. So, jetzt möchte ich gerne sehen, wie du das mit Pfeil und Bogen machst. Wann ist denn der hier hochgekommen? Moin! LOL, die kann den mit einem Pfeil und Bogen one-shotten. Fuck. Oh. Hört doch mal auf zu treffen, ey. Leb! Fall ja, verschlug ich mich schon fast. Ey, die beleidigen sich hier alle nur noch durch, ne? Geil. Hammer, Bruder. Wo ist dein Vater jetzt, hä? Mitten im Kampf erstmal eine Story lesen. Notiz aus dem Yachthafen. Wunschliste für den Yachthafen. Wenn du am Anfang keinen Erfolg hast, dann freu dich über die Steuerabschreibung. Kirkpatrick. Ach, was ein behinderter Name. 20 Juden, exklusiv und luxuriös, nicht zu viel für den See. Farbengestaltung zartrosa. Milanese. Keine Ahnung, steht drauf. Nicht zu viel, sondern nur Akzente. Eine Mini-Yacht, 5 kleine Angelboote zum Vermieten. 5 Betreuer fürs Angeln, Wandern in der Hauptsaison anheuern, damit keine Juppies auf unserem Grundstück sterben. Tauchen? Gibt es da unten wirklich irgendwas Gutes? Wenn nicht, kann man was versenken. Mehr Jungfrauenknochen oder so ein Scheiß. Mini-Wellness-Spa. Massagen sind ein Muss. Waxing. Hautbehandlung, so ein Quatsch von wegen Tonmineralien. Tonmineralien, ja, nicht Mineralien, das wäre zu einfach. Laden für allerlei Ausrüstung und Souvenirs, inklusive eines diskreten Spielzeugladens für die Urlauber. Nacktbadestrand, Kosten für die Landschaftsgestaltung, prüfen Restaurants mit 2 oder mehr Sternen, nur regionale Produkte, etc. Plus, Avocado Toast und Xanz Smoothies. Was ist bitte ein Xanz Xanz? Ich hab doch keine Ahnung. Das ist für mich hier wie Sudoku. Können wir daher? Ja, mach ruhig. Schaff mich ein. Aber wenn ihr meiner hübschen Knabentrophäe auf nur ein Haar krümmt, dann kriegt es euch so. Kann die alte mal die. Schieß doch da drauf! Wer schießt denn hier hoch? Da ist einer. Ein Boot, das sind 2. Hex. Yeah. Jetzt los. Ach, mein Molly. Ah, da oben. Da oben. Wollen wir kurz? Naja. Ach ne, sie.
Ja, Mann, das ist jetzt unser Yachthafen. Hier gibt es nur Esperto Whisky aus Tennessee. Hier der Werbeblock dazu. Was ist das denn für eine olle Nutt? Die steht auf Cockes. Dann haben wir das jetzt auch. Ja. Ich sehe dich suchen, aber du wirkst verloren. Ich habe einen Auftrag für jeden Angler, der Zeit hat. Die hat das schlimme Wort gesagt. Ich bin im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück Gammel. Hey, da ist ja mein Held. Komm mal her, Schätzchen, das ist wichtig. Was für Schätzchen? Ich kann nicht mit dir reden. Hey, Alter. Eine Welt, die nichts raubt. Ja, ich würde gerne mit dir reden. Hallo. Kann man die... Verdammt, dein Timing ist bemerkenswert. Weißt du, wie man einen Heli fliegt? Ja, weiß ich. Sehr schlecht. So, hallo. Was für Funk? Was ist das denn hier? Was labert die? Es geht wieder los, Leute. Far Cry 5. Könnt ihr mal alle bitte die Fresse halten? Komm her, Sahneschnittchen. Ich brauche deine Hilfe. Ja, für... Ah, jetzt. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Hallo. Ja, ich bin Herks Mom. Und nein, ich will nicht wissen, was er angestellt hat. Dann muss ich vor Gericht nicht lügen. Ich rechne dir hoch an, dass du mit dem Hafen geholfen hast. Moment. Herk. Das Inzestprodukt vor dem Herrn. Und die olle Milf. Allklar. Die ganze Familie ist scheiße. Aber Schätzchen, ich habe ein Problem. Ich bin nicht dein Schätzchen. Diese Peggy-Scheißkerle haben meine Tulip. Das ist der wendigste Helikopter auf dieser Seite von Montana. Nee. Und ich will verdammt sein, wenn diese Ficktrompeten sie mir abnehmen. Ich habe den Vogel fair und legal bei meiner Scheidung gewonnen. Ficktrompeten. Diese wandelnde, was macht der dahinter? Klaut hat sie in diesem furchtbaren Peggy-Mayonnaise-Ton lackiert. Du kannst sie also nur finden, indem du ihren Piloten identifizierst. Das sollte nicht allzu schwer sein. Alle anderen Vögel in der Gegend werden von Frauen gesteuert. Wir sind früher immer an den Wochenenden zusammengeflogen, aber damit ist Essig, seit diese Donnerfotzen bei Eden's Gate sind. Ich hätte also kein Problem damit, wenn du ihnen zufällig ihre verlogenen Hackfressen wegschießt. Also, was ist, Schätzchen? Du hilfst mir und im Gegenzug stehen Tulip und ich dir jederzeit zur Verfügung. Das war eine Meisterleistung am Yachthafen. Ich hätte noch eine Herausforderung, wenn du willst. Also... Das ist höchstens. Ja, machen wir. Wenn du zeigen willst, was du drauf hast, dann doch nicht mit etwas, was ein Kleinkind bedienen kann. Wir müssen mal abschalten. So ein schöner Tag. Geh mal weg, du Heslon! Ich gebe mir hier alle. Ich habe einen Auftrag für jeden Angler, der Zeit hat. Nee, ich habe keine Zeit. Wir müssen mal abschalten. Ach, Quatsch. Natürlich machen wir jetzt diese Hauptquest. Natürlich. Aber ich nehme jemand anders mit. Einfach aus dem simplen Grund. Jess geht mir jetzt schon wieder auf den Sack. Und dann nehme ich natürlich meinen Bummerle. Ich bin raus. Verpiss dich. Ich weiß schon, warum ich dich nicht mehr mag. Ah. Boomer. Boomer. Wo ist mein Bummerle? Oma! Komm, Hudi, 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 Hudi. Zipper, 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 zipper. Ja, wo ist denn mein Boomer? Ja, kommt da mein Boomer angerannt? Ja, kommt da mal. Hallo, Boomer! Na, du? Ja, komm mal her. Was ist mit deinem Fell passiert? Entschuldigung. Hast hier die Haare gefärbt. Alles okay. Jeder darf alt sein, Digga. Wo wir gerade so durch die Natur gehen. Ja, was habt ihr am 1. Mai gemacht? Ich wollte eigentlich, auch auf so ein Maifest, beziehungsweise auf Maikirmes, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es geht da nur noch um Saufen. Und ich bin nicht so fürs Saufen. Also früher habe ich auch Party gemacht und habe mir die Hirse weggeschossen. Aber man wird älter, man wird reifer. Man bleibt ja nicht permanent behindert.
Da habe ich gesagt, nö. Hier ist es relativ ruhig im dritten Part jetzt hier, also in dem dritten Gebiet. Ich freue mich schon, wenn wir Faith sehen. Die interessiert mich wirklich. Chill doch mal deine Basispläne. Geh weg. Ich. Huch. Was ist denn das? Ein Elch? Haben wir schon mal einen Elch? Auf jeden Fall, jetzt haben wir nicht. Oh, das hätte ich in die Luft jagen können. Schade. Überhaupt, da muss ich mal gucken, was habe ich denn hier noch alles. Dafür muss ich stehen bleiben, oder was? Kann ich halt nicht umgehen? Da geht es umgehen. Muss ich gedrückt halten. So. Ah, habe ich nicht. Ein bisschen für die Party machen. Ah. Okay. Da steht ein Auto. Einfach so. Das macht keinen Sinn. Aber Hörgs Mutter hat ein ganz schönes Koddermaul. Muss ich ja mal zugeben. Finde den Piloten. Alles klar. Wenn eine Frau am Knüppel sitzt, mach sie kalt und such weiter meine Tulip. Versteck nicht, ich seh dich. Dann hat die Schnellfassung. Huma, kommst du wohl hier hin? Wir gehen wieder. Ach, Huma. Hey, nicht vergessen, du suchst nach meiner Tulip und da sitzt ein verwanzter Typ hinterm Knüppel. Bleib dran, Schätzchen. Augen auf, Ärger im Verzug. Das war scheiße. Ja, tut mir leid, Boomer, aber... Du liegst irgendwie auch an der scheiß Stelle. Aber... Komm her. Ich habe die heilenden Hände eine von Dr. Doodle geerbt. Wir gehen. Die Sache ist halt folgende. Da, wo der Kerl dran sitzt, das wird ja wohl dann das sein, was ich nicht zerstören darf. Da hoffe ich mal, dass das Ding steht und ich das einfach nur zu ihr bringen muss. Und nicht irgendwo, was weiß ich noch, hier irgendwelche Flugakrobatik-Geschissen scheiße machen muss. Da hab ich ja gar keinen Bock drauf. Gerade mit einem blöden Helikopter, ey. Da ich hier sowieso das Fliegen nicht so gut beherrsche. Mal Füße waschen. Weil ich das eh nicht so gut beherrsche. Achso, als nächstes werden wir uns Kleidung kaufen, habe ich mir gedacht. Hier schon wieder los. Peaches Tierpräparat. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Ich hab keine Zeit für sowas.
Wo sind wir denn? Hallo? Hier spricht Miss Mabel. Hallo? Der Kult hat die kleine Peaches geärgert und jetzt beißt sie den Wichsern ihre Schwänze ab. Wenn sie einer sieht, sagt mir Bescheid. Alles klar. Auf dich komme ich hier. Später zurück. Ja, Meets, nee. Meets. Ja, Meets, Meets. Boah, wie ist das eine Kreischalte, ey. Halt doch mal Maul, ey. Halt doch mal dein Maul. Kommt jemand von euch aus Sachsen? Kann jemand Sächsisch? Alpha Püppsch. Komm mal Hahi. Jetzt müssen wir nur noch 660 Meter dahin laufen. Wenn wir doch besser ein Taxi genommen, ne? Böhmer. Mein kleiner Böhmer. Aber es sieht echt schön hier aus. Thumbnail. Ja, momentan gibt es keine Thumbnails. Und gerade leckt es wie die Hölle. Weil natürlich Steam nicht... Ah. Schön. Weil es ja gleichzeitig auch bei Ubisoft speichert. Ich habe es halt bei Steam gekauft. Weil ich wollte es bei Steam haben. Weil ich bei Uplay so viele Spiele habe, die ich dann nicht mit anderen spielen kann. So. Dafür haben wir keine Munition. Ihr hört auch die Musik, ne? Kommt mir ein bisschen freaky vor. So. Ah. Schönes Thema. Ich sammle gar kein Fleisch. Schönes Thema. Ich habe gestern mal wieder so ein bisschen auf YouTube rumgeguckt, so. Ruhe. Und hätte schon wieder ausrasten können. Kennt ihr das, übelst viele Leute ihre Sexualität auf YouTube breitreten? Was weiß ich. Das ging ja damals los mit dieser Melina. Das ging ja vorher schon los, aber Melina ist mir da aufgefallen, dass sie jetzt lesbisch ist. Das ist... Wow. Im Leben nichts geleistet, aber Maul aufreißen. Und gestern habe ich wieder so ein Video gesehen. Ich weiß nicht, wie der Typ heißt. Hat jetzt gesagt, dass der schwul ist. Und... Warum muss man das auf YouTube breittreten? Ganz im Ernst. Mir ist es egal, ob ihr auf Kokos steht oder Möse mümmelt. Das ist mir ja komplett Wumpe. Hauptsache ihr seid menschlich, okay. Das ist doch eure persönliche Sache. Ja? Vielmehr deren persönliche Sache. Und ich habe einfach nur gedacht, ey, was ist das denn für ein Blödsinn, was die labern? Ja? Vor allem Dingen tut ihr das innerhalb von einem 40-Minuten-Video breittreten. Mal loote den mal bitte. Oh, da war ein schöner Header. Heute machte mich eine Frau eine Lüge. Ich fragte sie, warum? Und sie meinte. Was war das denn? Hier Hallos oder was? Hä? Hab ich irgendwas verpasst? Ich glaube, ich muss mir mal den letzten Part angucken. Ne, wir sind doch einfach nur zur Brücke gefahren. War da noch irgendwas? Check ich nicht. Ist mir auch egal. Wir müssen jetzt dahin. Oh, mir juckt die Nase. Die Birke hört jetzt langsam auf. Jetzt gehen die Gräser weiter. Das wird so schön, ey. Sommer, ich komme. Ja, auf jeden Fall das mit dem Breittreten. Das finde ich absolut ein Unding. Vor allen Dingen haben solche Videos dann immer... Ne, eigentlich interessiert es keinen, aber es gucken so viele. Ja? Das verstehe ich halt einfach gar nicht. Weil eigentlich interessiert es... Ja, es interessiert ja doch Leute. Ne? Schätzchen, wenn du eine Pilotin siehst, fliegt sie nicht meine Tulip.
Schalt die Verräterin einfach aus und such weiter. Nein. Nein, den hier vorne. Den da. Nein, den da. Genau den da. Wir müssen immer weiter nach links, welche Spiele. Oh doch. So, es tut mir leid, Boomer, aber irgendwie stirbst du mir momentan zu schnell. Wir nehmen Cheesy! Ich wähle dich, Pikachu. Ah ja, 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 ja. Ey, jetzt hört er mal auf zu treffen hier, ey. Au! Na na na. Na 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 na. Nicht runterfallen. Sehr schön. Hier ist wieder ein Prepper-Versteck. Können wir natürlich nachgucken gehen. Na? Ich muss daher. Reite los mit mir in den Sonnenuntergang. Nämlich. Hm? Komm mal her. Ja. Oh ja. Deine Freunde da draußen an. Sie klammern sich an das Alte, weil sie sich keine neue und bessere Welt vorstellen können. Das ist es, was er bringt. Ja, der Vater ist gefährlich. Check ich nicht. Man geht einen Schritt auf die zu und schon. Das Prepper-Versteck ist mir gerade eigentlich komplett Wumpe. Muss ich ehrlich sagen. Alter. Scheiße, dass hier kein Heli oder so steht. Dann könnte man damit wenigstens abhauen. Oh Gott, Baum! Halt. Ich werde hier natürlich wieder rausspringen. Ein paar hundert Meter davor. Das ist aber hübsch. Foto. Also wirklich erschreckend, wie viele sich dafür interessieren für irgendwelche Sexualitäten. Was war denn jetzt mit dem? Ich komme nur so weit wie möglich darüber. Ja. Der ist gut. Jetzt müsste er selber perfekt landen. Landung eingeleitet.
Willst du mich verarschen? Ich hab aus den Augen verloren. Der ist nicht explodiert. So, aber mich interessiert eigentlich das Haus da vorne. Deswegen werden wir mal versuchen, in der Nähe von dem Steak zu landen. In der Nähe vom Steak. Ah. Wo sind wir denn überhaupt? Schon wieder am Arsch der Welt, ey. Ach halt! Das ist die Tussi! Alter. Weiß ich schon mal Bescheid. Vielleicht müssen wir mal erst landen hier irgendwo. Na. Oh, guck mal da am Boot. Oh! Was für Hilfe. Und wie es weitergeht, Leute, das seht ihr natürlich in der nächsten Folge. Ich weiß, ein bisschen gemein. So, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Ja, schönen Start ins Wochenende. Mein Name ist Espero und ich sage tschüss, bis dann.